Im Alter von 91 Jahren ist der Staatsgründer Singapurs Lee Kuan Yew gestorben. Das teilte Singapurs Premierminister und Sohn Lee Hsien Loong mit. Das ehemalige Staatsoberhaupt sei friedlich entschlafen, sagte er. Lee regierte bereits als Premierminister, als Singapur noch eine britische Kolonie war. Und er wurde dann erster Premier des asiatischen Stadtstaats. In Lees rund 30-jähriger Amtszeit bis 1990 entwickelte sich Singapur, das im Süden Malaysias liegt, von einer verschlafenen Hafenstadt zu einer Wolkenkratzermetropole. Singapur gilt heute als wichtiger internationaler Finanzplatz. Lees Führungsstil in dem kleinasiatischen Stadtstaat war autoritär. In Singapur wurde am Montag eine viertägige Staatstrauer verordnet.